Hallo und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Falls gerade was geknarzt hat, das war der Arm, an dem das Mikrofon hängt. Entschuldigt, ich bin gespannt, ich schaue es mir nachher selber mal an, ob auch das Nvidia Broadcast rausfiltern konnte oder auch nicht. So, ja. Wir sind so gut wie durch. Hans erwartet uns, aber Hans, der muss noch ein bisschen warten. Hans, ich bin gleich wieder da. Wir haben nämlich noch ein bisschen was zu erledigen. Achso. Wobei, wie spät ist es denn? Oh ja, nee, dann ist gut. Pass auf. Ach, wie schön. Ja, das habe ich jetzt erstmal ein bisschen sacken lassen. Sind jetzt so ein paar Stündchen vergangen bei mir. Kein Tag, aber so 3-4 Stündchen müssten jetzt vergangen sein. Nach den letzten beiden Aufnahmen. Nachdem wir Thalenberg eingenommen haben. Herrin Stefanie befreit. Die anderen Dorfbewohner, Papa Ratzig, also unseren Papa Ratzig von Kupilla. Papa Ratzig, wäre auch nicht schlecht. Naja, vielleicht schult er ja später nochmal um. Und ja, wir könnten das Spiel jetzt beenden, wenn wir mit Hans weiterreiten. Richtung Teil 2 nehme ich mal ganz stark an, dass dann so der zweite Teil beginnt. Und wir sollen ja dann Briefe überbringen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht nicht alles so glatt läuft. Dass das, was wir mit dem Brief dann machen sollen, vermutlich im zweiten Teil stattfindet. Ich denke nicht, dass das jetzt hier noch alles im ersten Teil passiert. Dass das der Prolog ist für den zweiten Teil, sozusagen das Tutorial. Und da bin ich gespannt drauf, was dann da alles kommt. Aber erstmal müssen wir es beenden. Aber wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ja, und wo reite ich gerade hin? Ja, eigentlich dahin, wo wir jetzt auch hergekommen sind, nämlich nach Thalenberg. Denn einer von euch hat mich gefragt, ob ich wissen möchte, wo denn das letzte Bruchstück vom Schwert rumliegt. Und da habe ich gesagt, ja, weil es gibt tausende Möglichkeiten. Es könnte irgendwo rumliegen. Ich habe keine Ahnung. Am ehesten bei irgendeinem Schmied, aber gefühlt haben wir die schon mal alle angeguckt und keiner hatte jetzt noch was dabei. Und da habe ich darum gebeten, ja, sag mir, wo es liegt. Und da gab es die grobe Information, es liegt in Thalenberg. Mehr sage ich dazu nicht. So ungefähr war dann der Kommentar. Das fand ich super. Irgendwo in Thalenberg. Sehr schön. Also finde ich wirklich gut. Nicht zu viel gespoilert. Und da waren jetzt aber noch die vorvorletzten Folgen draußen. Ich glaube unter der Folge 129 hat das, glaube ich, geschrieben. Der Hinweis war noch, ich brauche dazu nicht in die Burg. So, und da bin ich gespannt, wo hier in Thalenberg das Bruchstück rumliegen könnte. Vielleicht tatsächlich hier oben beim Schmied. Das ist der einzige Schmied, von dem ich meinte, ja, da wird es wahrscheinlich nicht sein. Und ganz ehrlich, habe ich bis gerade eben, als ich auf die Karte geguckt habe, auch überhaupt gar nicht mehr daran gedacht. Okay, na dann schauen wir mal, ob wir da am Steinbruch nochmal Glück haben. Ja, dann haben wir noch so ein paar kleinere Sachen. Ja, erstmal schauen, ob das mit der Schwert der Königin von Saba Quest noch weitergeht. Oder ob es das dann war. Ich denke, das war es dann. Und dann hätten wir noch ein paar Schatzkarten haben wir noch. Und ich weiß gar nicht, was noch so ansteht. Ich glaube, das war es dann wirklich. Also ich meine, das mit der Schwertquest mit den Bruchstücken ist die letzte Quest. Ja, Pebbles ist gut. Ich weiß, Pebbles war jetzt nicht ausdauerlahm, sondern er trauert auch schon so ein bisschen, dass er hier bald nicht mehr uns durchs Mittelalter schleppen darf. Vielleicht war es auch ein Freudenschrei, dass er nicht ständig unser Zeug schleppen muss. Er hat nämlich immer noch einen Haufen Fleisch dabei. Das ist wahrscheinlich mittlerweile auch schon so gut wie vergammelt, nachdem wir da neulich mal 2 Tage gewartet haben. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja gut, ich hätte ja links lang gekonnt, aber es ist jetzt kein großer Umweg, glaube ich. Schauen wir doch mal, wenn wir das letzte Bruchstück finden. Oh, das wäre toll. Da hinten, da müssen wir hin. Halt, kann ich auch auf der Straße bleiben? Was ich halt auch so großartig finde am Spiel, bei den meisten Spielen, wenn da jetzt zum Beispiel, wenn jetzt in irgendeinem anderen Spiel, vollkommen egal,
zum Beispiel eine Burg eingenommen gewesen wäre, läuft es ja meistens so ab, du kommst dann dahin, redest mal kurz 5 Minuten mit irgendeinem Kommandanten vielleicht irgendwas und dann stürmst du die Burg und nach 10 Minuten ist der Spuk schon vorbei. Aber hier hast du halt richtig Vorbereitung und dann die Idee mit dem Tribock, obwohl das erst nicht funktioniert hat und dann hat es aber doch noch besser funktioniert und so. Also ich finde das super, auch wenn das andere würden vielleicht sagen, ja, das zieht das Spiel ganz schön in die Länge. Ich finde das nicht, ich finde, das zieht mich eher ins Spiel noch mehr rein. Ja, weil einfach mehr Details sind. Das verläuft sich auch nicht so in den Missionen. Also die sind schon so gemacht, dass die jetzt auch nicht so ewig dauern, aber dass die schon sehr abwechslungsreich sind. Und gerade halt dann auch mit den Vorbereitungen ist das wirklich nicht langweilig gewesen, finde ich. Gut, die eine Quest, die ich jetzt dann auch nicht mehr gemacht habe mit den 60 Tränken, das war mir einfach... Nee, auf keinen Fall. Das war mir ein bisschen zu blöd. Ja. Aber ja, gut. Ist jetzt nicht weiter tragisch. Das hat ja alles sehr gut funktioniert. Ich glaube, das war gerade Uschitze, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Hier rechts, da war die erste kleine Sünde, die der Heinrich begangen hat. Als er sich mit einer Sau im Wald angelegt hat. Zur Wahl stand noch ein Pferd und was war das andere? Ein Hund oder was? Nee, ein Huhn. Ein Hund, um Gottes Willen. Gut, ist Schwein oder Pferd oder was ist auch nicht besser als... Naja. Ja. Jedenfalls fing das da so ein bisschen an, dass der Heinrich langsam komisch wurde. Und auch ab der Stelle hatte ich damals dann angefangen, regelmäßig Screenshots zu machen, beziehungsweise dann auch so ein paar gescheite. Ich hatte davor natürlich immer mal welche gemacht oder dann aus den Videos einfach mir Bilder rausgenommen für die Vorschaubildchen. So, wir sind jetzt hier, wir können hier hinten dran vorbeireiten, die Abkürzung sozusagen, die wir damals genommen haben, als wir hier das Pferderennen gewonnen hatten. Absolut souverän, von Anfang bis Ende, es war ein Stadtzielsieg, mehr oder weniger. Ja. So, jetzt bin ich gespannt, ob das der richtige Weg ist, den ich hier eingeschlagen habe. Ob hier hinten bei dem Schmied was rumliegt. Ich dachte halt immer, dass hier hinten ist vielleicht gar kein richtiger Schmied. Obwohl ich wusste, dass da das Schmiedesymbol ist. Aber ich dachte, gut, die hauen hier bloß auf den... Die schmieden bloß was für die Steine irgendwie zurecht. Naja, jetzt bin ich gespannt, was er mir erzählt. Wenn er jetzt wirklich das Bruchstück hat... Und das war wirklich die einzige Stelle, von der ich gesagt habe, ja, da brauche ich bestimmt nicht hin. Oh, es ist mal wieder so typisch. Hey! Grüß dich, werter Herr Ritter. Ja? Wie kann ich dienen? Oh Mann, tatsächlich. Ich gehe kaputt. Der Schmied aus Sasau ist hinter den Bruchstücken eines Schwertes her, die ein Pilger hier vor kurzem verkauft hat. Sagt dir das was? Ja, hab selber eins gekauft. Steht nicht zum Verkauf. Ich zahle gut dafür. Das mag sein, aber erst müsste ich mich erinnern, wo ich es hingetan habe. Verloren. Okay. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass der Pilger nichts anderes war wie ein Scharlatan. Und sein Schwert nichts als Plunder. Als... Okay, er hat es tatsächlich, aber er hat es verloren. Wir können auch nicht fragen, wo er es ungefähr verloren hat. Da gehe ich mal von aus, entweder hier, irgendwo in seinem Schmiedebereich oder halt da, wo er wohnt. Oder er belügt uns und er hat es noch bei sich. Alles Gute. Okay. Oh, ja, ich dachte halt wirklich, okay, ja, ein Schmied ergibt vielleicht tatsächlich auch Sinn bei einem Steinbruch, aber dass der halt hier nur auf den Stein irgendwie mit rumkloppt oder so. Gott sei mit dir. Kann ich denn eigentlich mal, komm, einmal reparieren für 1.500? Der Heinrich hat's doch. Der hat mittlerweile, ja, 75.000 wieder. Wir waren mal kurzzeitig auf irgendwie... 67.000, 66.000 Runde, aber die letzten Missionen, die haben so viel Geld gegeben. Na, dann schauen wir uns mal um. Hier wäre eine sehr schwere Truhe. So ganz glaube ich ihm nicht, dass er es verloren hat. Da ist noch eine leichte Truhe. Wie gesagt, vielleicht hat er das hier selber dabei. Oh, aua, Mensch. Kannst du mir gleich aufs Ohr hauen. Okay, sehr gut. Ja, das war ein Top-Hinweis. Es ist wirklich typisch, ne? So die einzige Stelle, wo ich gesagt habe, da brauche ich gar nicht erst nachgucken. Unfassbar.
Na gut, ich... Ja. Hey, hey, was treibst du denn da? Ja, geh weiter. Ich könnte Taschendiebstahl probieren und mal schauen, ob er es vielleicht doch bei sich hat. Weiß halt nicht, wo der gute Mann wohnt. Ich glaube, hier draußen liegt es jetzt nicht irgendwo rum. Vielleicht in einer der beiden Kisten. Oder er hat es doch dabei. Ist doch nicht so einfach bei dem grauen, braunen Matschboden da irgendwas zu erkennen, wenn da was rumliegt. Dadurch, dass hier Gegenstände hier nicht hervorgehoben werden, die man einsammeln kann, was ich sehr gut finde. Mich kotzt es nämlich immer mehr an, wenn in Spielen aufsammelbare Gegenstände ständig blinken, ob das irgendwo eine kleine Erzader ist oder dann sämtliche Blumen oder Äste oder Steine oder was, alles blinkt am Boden und im Gebüsch und oh, furchtbar. Ich kann es einfach nicht mehr sehen. Da finde ich das sehr, sehr schön, dass das hier nicht so ist. Ja, okay. Wo ist denn sein Gehilfe hin? Also ich würde jetzt nicht denken, dass das hier irgendwo im Steinbruch... Oh, das hier? Nee, dachte gerade, das ist nur ein Stück Seil, oder? Das hier dachte ich, nee, okay. Scheint nur ein Seil zu sein. Ja, vielleicht liegt es auch hier irgendwo im Steinbruch rum. Könnte ja auch sein, aber... Würde ich nicht denken, dass das hier ist. Jan, der Pfeifer! Hatten wir mit ihm schon mal zu tun? Ich kann mit ihm leider nicht reden, aber vielleicht könnte ich mit ihm pfeifen. Pfeifst du mit mir das Titanic-Lied? Na gut. Wer ist er hier? Steinmetz der Summer. Er summt fröhlich vor sich hin. Ruppert. Hä? Na, hier hinten vielleicht noch irgendwo. Ah, also entweder eine der beiden Truhen, er selber oder bei ihm zu Hause. Ich glaub's ihm nicht so ganz, dass das verloren hat. Die Leute erst... Respekt. Der Schmiedelehrling beherrscht den Moonwalk. Gott, was vielleicht kann ich für dich tun? Vielleicht weiß er ja was. Nee, okay. Also der Schmiedelehrling rennt hier hinten auch noch rum. Ah ja. Steigt der Heinrich mal wieder den Leuten aufs Dach. Tja, da ist kein Wasser drin. Schade, hätten wir mal gerne das Gesicht frisch gemacht. Tja. Naja, wenn er da so allein rumsteht, könnte ich ja mal versuchen, Taschendiebstahl. Ist das Safe Game 508 gewesen, ja? Also, es sind nicht so viele Safe Games, aber der 508. Mal speichern... Ich glaube, da zählen aber alle mit rein, auch die, die das Spiel selber gemacht hat. Rückenschmerzen? Ja. Bitte nicht rumdrehen. Wir können aber lange halten, ey, guck mal. Oh, doch. Naja, zwei Schlüssel, das ist mit Sicherheit dann für die Truhen. Nee. Ah, okay, dann für seine Zuhause-Truhen. Herr Schmied, wo wohnen Sie denn?
Der wird nicht in so einem Zelt hier drüben wohnen. Ich gehe stark von aus, dass der, wenn er, dass er hier hinten irgendwo wohnt. In einer der Hütten halt unterhalb von Thalenberg. Wenn er Glück hat, in der Nähe vom Badehaus? Naja, wir können uns hier drüben ja nochmal so ein bisschen umschauen. Wie spät ist es denn? 11 Uhr gerade mal. Ich weiß gar nicht, wir hatten ja... Na doch, das hier gehört... Das sind schon auch die Hütten der Steinmetze, oder? Weil hier lag ja auch mal das Geld der Steinmetze, also von dem Vorarbeiter. Naja, könnte vielleicht auch hier sein, aber... Wenn jetzt der nächste Hinweis nur ist, ich hab's verloren, kann ich damit nicht anfangen. Ich glaube nicht, dass der Schmied... hier wohnt, ehrlich gesagt. Wenn, dann hat er bestimmt eine Hütte in Thalenberg oder ein Häuschen. Hier würde jetzt auch keiner der beiden Schlüssel passen, die ich da habe mitgehen lassen. Wir könnten uns aber so ein bisschen in Thalenberg umschauen. In den Hütten. Vielleicht schreibt ihr schon wieder längst in den Kommentaren, Mensch, da lag's doch rum, mach doch mal die Augen auf. Ja, keine Ahnung. Selbst wenn ich dann habe ich es halt nicht gesehen, leider. Aber war es für mich nichts offensichtlich zumindest. Na gut, Herr Schmied, wir kommen wieder. Ja. Wir gucken mal, wenn ich irgendwo Truhen finde in Thalenberg in einem Häuschen, wo ich die Truhe dann einfach aufschließen kann, dann müsste es nämlich auch das Häuschen vom Schmied sein. Denn den Truhenprüfer haben wir in Thalenberg noch nicht gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Also hier wohnt schon mal nicht der Schmied. Hier wird Leder verkauft. Also der Gerber. Hier eventuell. Oh. Heinrich, lass... Na, Gott sei Dank. Hallo? nein, ich bin auf der Suche nach der Glückseligkeit. Ja, sie müssen unbedingt rauskommen aus ihrem Gebäude. Alles steht in Flammen. Da hinten. Ach nee, sie haben gekocht. So sieht es auch aus, wenn ich koche. Ach, scheiße. Ja, es ist doch alles gut. Zumindest ist das Gebäude hier oder der Hof nicht irgendwie spezialisiert wie hier nebenan. Bei den Herrn, bei Herr und Frau Gerber. Betty! Na? Ich weiß leider nicht, wer Betty ist. Vielleicht hatten wir mal mit ihr zu tun irgendwann. Da geht's nicht rein. Oh, hier ist noch jemand. Mensch, jetzt stalkt die mich, also ehrlich. Jemand da? Könnte das Häuschen vom Schmied sein? Nee. Wie gesagt, ich denke, wenn wir die Hütte vom Schmied haben,
Könnte ich ganz einfach mit dem einen der beiden Schlüsseln oder mit beiden die Truhen öffnen. Das ist jetzt das... Hey! Haben Sie gewusst? Was haben wir denn da? Was ist das? So, wo ist denn die Dame jetzt hin? Ich könnte ihm ja einfach nachts folgen, aber ich weiß nicht, wann er Feierabend hat. Wann er dann... Was ist das? Ich will nur mal gucken. Oh, oh, so, die könnte ich aufschließen. Das sieht doch gut aus. Ja, die Truhe könnte ich aufschließen. Jetzt ist nur leider die Dame im Weg. Die Betty. Der Heinrich und seine Klapperklamotten. Okay, da ist nichts drin. Okay, das hat sogar funktioniert. Hier konnte ich aufschließen. Noch eine Truhe. Nee. Okay. Ich will es jetzt nicht zu überstrapazieren. Hey, das ist aber schade. Er sagt, er hat's verloren. Ha. Ja. Das ist jetzt kein... Er hätte uns wenigstens sagen können, wo er es denn ungefähr verloren hat. Auf dem Weg zur Arbeit oder... Also hier den Weg eventuell entlang oder beim Steinbruch oder zu Hause oder im Dorf oder so. Schön, dich zu sehen. Ja, ja, wenn du wüsstest. Der Schmied aus Sasau ist... Ja, hab selber eins gekauft. Gekauft? Steht nicht zum Verkauf. Ich zahle gut dafür. Das mag sein, aber erst müsste ich mich erinnern, wo ich's hingetan hab. Hab's verloren. Und ehrlich... Ah, okay, wo ich's hingetan habe. Also, er hat's jetzt nicht irgendwie beim morgendlichen Joggen verloren, sondern er hat's einfach nur verlegt. Das klingt jetzt so, als ob es tatsächlich hier dann irgendwo verlegt hat. Tja, die Truhen, da komme ich nicht rein, solange der hier am Arbeiten ist. Das müssten wir uns nachts mal anschauen. Aber hier sonst so irgendwie in der Nähe? Hey, Pebbles, alles klar? Wahrscheinlich ist es wieder viel einfacher, als ich mir gerade einen Kopf mache, wo es denn sein könnte. Aber hier ist doch wirklich nichts, oder? Auf dem Dach vielleicht? Ah, lol, geht sogar. Wissen ja viele gar nicht. Heinrich ist ja gelernter Schornsteinfeger. Nee, also, dass es hier oben rumliegt, das würde ich jetzt auch nicht denken. Wollte nur mal gucken, ob ich da überhaupt hochkomme. Also hier an, in oder in der Nähe um seine Schmiede drumherum, würde ich jetzt einfach mal ganz frech behaupten, ist es nicht. Es sei denn in den Kisten, aber solange der da am Rumschmieden ist, wird es natürlich ein bisschen schwierig. Liegt das unterm Karren vielleicht oder unterm Tisch? Nicht, dass es das doch ist, aber keine Chance, da komme ich überhaupt nicht ran.
Hier drin vielleicht? Nee. Das wäre aber ein cooles Versteck. Wenn man das öffnen könnte und dann wäre das da drin, aber... Er hat's verlegt. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Was glaubst du, was du da tust? Gleich werde ich die Wachen rufen. Ja, mach doch. Dann habe ich mal kurz Ruhe hier. Dann kann ich mal in deine Kisten reingucken. Die Wachen erzähle ich dann wieder was von höchster Dringlichkeit. Dann habe ich meine Ruhe. Ich glaube, sie wissen gar nicht, wen sie hier vor sich haben. Ne? Mist. 13.30 Uhr ungefähr. Okay. Okay, hat ihn jetzt so gar nicht interessiert. Oh Mann, ey. Jetzt kennt Heinrich auch echt keine... Wie sagt man? Jetzt ist ihm alles egal. Also wenn er da drüben rumkloppt, dann kriegt das zumindest nicht mit. Dann probiere ich das gleich nochmal. Ich habe mich gerade einfach nur dumm angestellt. Ach, hier. Ach, ist ja interessant. Es wird auch weniger. Das ist schön gemacht. Es ist halt theoretisch so ein simpler Tagesablauf, alleine nur bei ihm, ne, der so Zeug von A nach B schleppt. Aber es musste ja trotzdem erstmal programmieren. Und so simpel das vielleicht immer aussieht, man denkt, stellt sich manchmal vielleicht so einfach vor, da irgendwas zu programmieren. Aber das ist schon ein mächtiger Aufwand, ey. So. Jetzt ist er mit Kloppen beschäftigt. Ach, Heinrich, jetzt ist aber auch, ich weiß auch nicht, also irgendwie, darf doch nicht wahr sein, ich stelle mich gerade ein bisschen dumm an, sorry, trink jetzt mal einen Trunk, dann probieren wir es gleich nochmal, solange der mit seinem Holzeimer nicht wieder um die Ecke kommt. Ich könnte wetten, dass es da auch nicht drin ist. Dreh dich rum. Klopft nochmal eine Runde mit einem Hämmerchen durch die Gegend. Könnte auch sein, dass er mich so nicht mitkriegt, aber ich weiß nicht, in welche Richtung er sich dreht. Vielleicht ist ihm auch egal und es sind gar nicht seine Kisten. So, Heinrich, jetzt aber. Oh, das ist aber auch tatsächlich. Er hat uns nicht belogen. Das ist hier sein ganzes Verkaufszeug. Shit. Das gibt's doch nicht. Wo soll er denn? Ich hab's verloren. Ja, toll. Also er verlegt. Er sagte nur, er hat's verlegt. Klingt für mich so, als ob es vielleicht doch zu Hause bei ihm dann in irgendeinem Regal rumliegt. Das könnte auch sein. Leider ich jetzt nicht so viel Zeit, da nochmal nachzuschauen. Dann hat er es vermutlich zu Hause nicht in einem Regal. In einer Truhe, sondern in einem Regal. Wie das der in Ratai hatte, der Schmied. Dann müssen wir da nochmal hin. Würde ich am liebsten bei Nacht machen, wenn alle schlafen. Da haben wir unsere Ruhe, da ziehe ich mir die leise Trete an und dann geht's los. Das zweite Gebäude da drüben war's.
oder? Ja. Das davon waren die Gerbers und hier links, das ist es, genau. Ja, wobei. Ja. Huch. Hat sich der Heinrich auch einfach mal wieder verdient. Wo haben wir denn die Chefin? Hallo? Ah, da ist er, die Badinhaberin. Aber mach schnell, dein Geruch sagt mir nicht sonderlich zu. Was? Ich möchte... Was hättest du denn? Boah. Ich möchte meine Wunden versorgen. Du wirst es lebewohl. Danke. Ah, ein Stündchen bloß, okay. So, und jetzt, da wir sauber sind? Ich bin was. Es heißt, du wirst lebewohl. So. Oh Mann. Oh je. Oh je. Mhm, toll. Danke. Wir haben gerade gewürfelt. Herzlichen Dank, Frau Zuber-Zaubermädchen. So, ich habe gedacht, der Heinrich ist so auch einer von der schnellen Sorte, dass jetzt einfach ein paar Stunden mehr vergehen. Ich wollte nur ein bisschen die Zeit vertreiben. Aber das wäre halt geil, ne? So ein Angel-Mini-Spiel. Dann würde ich mich jetzt hier hinstellen. Nächsten 5 Stunden im Spiel angeln, bis dunkel ist. Und dann könnten wir bei den Schmitz nochmal vorbeischauen. Ach, mir fällt was ein. Doch, wir können auch mal hoch in die Burg gucken. Ja. Zu Diffisch und Herrin Stefanie, wenn wir schon mal hier sind. Vielleicht hat ja die Herrin noch ein Geschenk für uns. Ja. Ha, die haben sogar schon alles wieder aufgebaut. Okay. Ja, okay. Ich hätte es auch gern gesehen, wie es einfach noch zerstört aussieht. Weil hier, da war ja auch die Ecke weggebombt. Ey, warte mal. Ach doch, der Tribok stand ja da drüben. Ja, okay. Naja, gut. So, die Herrin dürfte oben sein. Hier sitzen sie nicht, okay. Entweder beim Beten oder in ihrem Kämmerlein. Hey! Ach, schade. Ich darf leider nicht mehr mit ihr reden. Oh, bestimmt Verbot von Divish bekommen, sich mit uns zu unterhalten. Divish? Nee. Der betet wieder hier drüben. Auch nicht. Ja gut. Nee, der saß doch auch mit in Ratai rum, ne? Als sie sich unterhalten haben, letzte Folge. Gut, vielleicht ist er auch einfach noch nicht zurück. Hm. Ach, schade. Na gut, dann würde ich mich jetzt bei Nacht nochmal beim Schmied umschauen. Zu Hause. Ja. Also ich hoffe wirklich, dass er da wohnt. Wobei, wir könnten auch nochmal zum Steinbruch und mal gucken, wann der Feierabend macht, wo er hingeht, dass es auch wirklich sein Haus ist. Ich gehe von aus, weil die Schlüssel immerhin gepasst haben. Aber man weiß ja nie. Vielleicht hat er ja mehrere Häuser hier in Thalenberg. Und das ist nur sein Wochenendhäuschen.
So, da ist er noch am Arbeiten. Wir gucken jetzt mal. Ich spule jetzt immer mal eine Stunde vor und dann schauen wir, ob der dann schon weg ist. Und wenn ja, vielleicht erwischen wir ihn noch auf dem Weg nach Hause. Ach! Das Rataya-Turnier ist morgen. Okay. Fängt direkt wieder gut an. Hat aber auch echt einen langen Arbeitstag, du meine Güte. Immer noch. Ja, das Rataya-Turnier. Wollen Sie nicht bald Feierabend machen? Ich muss morgen zum Turnier, da kann ich nicht so spät nachts bei Ihnen einbrechen. Sakra. Ja, ja, die Kisten prüfen, meine ich. Oder die Regale und Schränke und was noch so alles. Machen wir noch ein Stündchen? Ich glaube jetzt, spätestens wenn es dunkel ist, macht er sich auf den Weg nach Hause, oder? Gucken wir mal, 21 Uhr. Ah, jetzt geht er. Jawohl. Haha. Gehen Sie ruhig vor. Ich bin nur zum Geleitschutz hier. Was auch geil wäre, wenn man wie bei Red Dead Redemption 2 das Pferd kannst du ja dann da an die Leine nehmen und dann so ja, einfach ein bisschen rumlaufen damit. Das wäre auch ganz cool. So. Und wie war Ihr Arbeitstag heute, Herr Schmied? Wieder schön auf dem Stahl rumgekloppt, auf dem Eisen, auf dem Kupfer oder was da gehämmert wird. Ich bin ja selber Schmied, man sieht es ja vielleicht. Wir haben die gleiche Schmiedeschürze an. Ich bin ja Schmied im 32. Rang. Ich habe schon alles geschmiedet. Pläne geschmiedet. Und so. Dinge, die können sich gar nicht vorstellen. Ich habe sogar schon einen Triebock gebaut. Wirklich. Wirklich. Ich habe den Verdacht, der hat keinen Bock auf Unterhaltung. Ist das normal, dass sie so lange arbeiten müssen? Sie haben ja gar nichts mehr von ihrer Frau. Wenn sie sich gar nicht sehen, wie unterhalten sie sich denn da? Die schläft bestimmt schon, oder? Ist die noch wach? Haben sie am Wochenende eigentlich frei oder ist das eine 7-Tage-Woche? Mein Gott, das sind nur 300 Meter. Aber er braucht eine Stunde bis nach Hause. Soll ich ihm mein Pferd leihen? Ich komme danach. Ich kann auch meinem Hund reiten, das haben wir trainiert gestern. Mega witzige Angelegenheit. Hat eine Weile gedauert, bis er nicht mehr zusammengebrochen ist durch mein Gewicht. Gerade mit Rüstung war echt kein schöner Anblick, also für beide nicht, ne? Das ist natürlich so ein bisschen klein gewachsen, der Köter Kelvin. Wir könnten auch einfach warten. Wer ist da? Heilige Maria. Aber die Leute, die uns ganz am Anfang zum Let's Play immer mal in den Wäldern aufgelauert sind oder uns aufgehalten haben und uns verdächtigt haben, dass wir irgendwie einen umgebracht haben oder dass wir irgendwo was gewildert haben, das ist ja auch schon ewig gar nicht mehr vorgekommen, oder? Na gut, wir haben jetzt auch ewig keine Leichen auf den Wegen gesehen, weil auch keine Banditen und Kumanen mehr unterwegs waren. Also das hat echt schon stark abgenommen. Auch so peu à peu, so ein bisschen, ne? Bis dann irgendwann gar nichts mehr war. Eigentlich ganz cool, dass man die Straßen dann für alle so ein bisschen sicherer macht. Stellt euch mal vor, hinter dem im Spiel wäre noch so ein richtiges Wirtschaftssystem dahinter.
wo dann wirklich Leute irgendwo Holz schlagen müssen und die Leute ernähren und so. Könntest du da natürlich nicht so als klassisches Rollenspiel bringen. Und ich meine, gut, dafür gibt es zum Beispiel, hat jetzt einer wieder geschrieben, ja, Medieval Dynasty wäre das Richtige für mich. Ja, ich kenne das Spiel, habe das schon hunderte Stunden gespielt, tatsächlich bis zur absoluten Kotzgrenze kenne ich das. Und das ist auch mega geil, ich kann es nur jedem ans Herz legen, wer es nicht kennt. Medieval Dynasty ist eine ganz, ganz große Klasse, das Spiel. Und das hat auch nichts mit den anderen, es gibt so viele, es gibt Farmers Dynasty, dann dieses Wild West Dynasty und noch so ein Haufen andere Dynasty Spiele. Und die werden auch von einem Publisher alle eingekauft. Aber das Entwicklerstudio von Medieval Dynasty, das hatte, als sie das Spiel entwickelt haben, gar nichts mit dem Publisher zu tun. Und das ist auch was komplett eigenes und qualitativ so viel besser als all die anderen Dynasty-Spiele. Farmers Dynasty hatte ich ja auch gespielt auf dem Kanal. Das ist schon, es hat auch irgendwo Spaß gemacht, aber es ist halt null rund und da funktioniert so vieles nicht. Es war verbuggt bis zum geht nicht mehr. Das ist schon eher Richtung Schund anzusiedeln, also wirklich nicht geil. Und da habe ich neulich tatsächlich erst eine E-Mail bekommen, für Farmers Dynasty 2, ob ich denn nicht Bock drauf hätte. Da habe ich direkt gelöscht. Da habe ich keinen Bock drauf. Also wirklich nicht. Nee, es wird einfach nicht besser. Und dann gab es ja jetzt aber dieses andere, was ja von Medieval Dynasty eher wieder so in die Richtung geht, aber Sengoku Dynasty heißt es, glaube ich. Was halt so im... Ach, jetzt geht er hier hin. Oder ist das hier? Ja, doch, das ist hier. Okay. Ja, jetzt war ich gerade verwirrt. Nee, haut hin. Genau, hier waren wir vorhin kurz drin und davon da, dem Gebäude müsst ihr wohnen. Genau, und das Sengoku Dynasty, was ja so ein bisschen Richtung asiatisch geht, was aber sehr, sehr gleich zu Medieval Dynasty ist, ist, glaube ich, auch ganz okay. Aber es ist erst in Early Access gestartet vor ein paar Monaten. Naja, auf jeden Fall Medieval Dynasty. Ist echt super. Ja, wir hatten vorhin das richtige Haus ausfindig gemacht. Na dann, ich wünsche Ihnen eine hervorragende Nacht. Ich gucke später nochmal vorbei, wie es Ihnen so geht. Alles klar, dann rüstet sich jetzt Heinrich mal um. Da ist wieder einiges kaputt. Ja, gut. Dann dürften alle schlafen. Dann müssten wir nach Ratai wegen dem Turnier. Bin gespannt, ob Hanusch noch überhaupt irgendwelche Preise zu vergeben hat oder ob der seinen Preisschrank erstmal auffüllen muss. Weiß ich nicht, ob der noch... Das letzte Mal hatten wir doch, glaube ich, den Streitkolben des Vogts oder so bekommen. Solltest du nicht im Kloster sein, Junge? Ich die Mönchskutte anhab. Die haben sich gerade schlafen gelegt. Okay. So, dann sollte das ja jetzt. Wir haben noch genügend Retterschnäpse. Falls irgendwas komplett schief geht. Du kannst nicht spurten, wenn du überladen bist. Ja, ist kein Problem. So, ich lasse die Fackel an, damit ich überhaupt was sehe. So, und dann gucken wir doch nochmal in den Regalen, ob er hier irgendwo das Bruchstück verlegt hat. Und das natürlich jetzt hier drin ist, wo ich vorhin schon drin war. Ah, Köter. Da ist es. Ach, oh fuck, ich war vorhin hier. Oh, Leute. Es sieht auch so unscheinbar aus. Eieiei, tut mir leid, wir waren vorhin schon hier. Köter, Mensch, das soll doch nicht immer die Leute aufwecken. Okay, ja geil, wir haben alle Bruchstücke. Kötter, geh jetzt weg. Ich will die Tür schließen, damit die Leute wieder in Ruhe pennen können. Stark. Ganz große Klasse. Ah, das fiel mir aber auch erst ein, als wir dann schon wieder beim Schmied waren, hinten im Steinbruch, dass ich ja auch einfach mal hätte auf die Regale. Ach, die sind gleichwert. Ja, wir nehmen die da. Die haben einen größeren goldenen Kranz um den Handschuh. Ums Handgelenk. Ja, Schmiedeschürze muss sein. Die ist leider auch kaputt aus. Macht nichts. So.
Na dann. Einmal ab nach Rathai, dass wir dann morgen rechtzeitig mal wieder, endlich mal wieder am Turnier dran teilnehmen können. Sehr schön. Wir haben das letzte Bruchstück. Ach so, ich wollte gerade sagen, was ist denn das Rote? Das ist doch nicht die Bruchstück-Quest, aber die können wir reinnehmen. Grün. Gut. Ach so, und der in Sasau wollte das doch, ne? Oh. Einer der Schmiede wollte das in Sasau. Wird mir jetzt so aber gar nicht als Questmarke angezeigt. Warum nicht? Und bringen Sie zum Schwertschmied in Sasau. Okay, gut. Wie ich es mir dachte, steht so auch da. Dann machen wir das. Also morgen erstmal schön Turnier. Huch, oh, ruckelt gerade. Also ganz kurz, ja. Kann sein, weil ich im Hintergrund gerade 5 Sachen auf einmal hochlade. Es ist mal kurz so einen kleinen Aussetzer hier hatte. Aber nicht weiter dramatisch. Yes, wir haben die ganzen Schwertstücke. Okay, ich bin, Bruchstücke. Ja, da war ich vorhin schon knapp dran, aber ich hatte halt nur nach Truhen erstmal Ausschau gehalten. Aber ja gut, mir hätte auch direkt einfallen können, dass wir ja schon mal bei dem anderen Schmied in Rathai halt einfach auch schon. Ja. Das eine Bruchstück auf seinem Regal ganz oben irgendwo gefunden hatten. Na gut, wir haben es ja noch geschafft. Hat ja nur eine Dreiviertelstunde gedauert. Aber jetzt haben wir es. Und ich bin gespannt, was das für ein Schwert ist. Wird da draus das Drachenschwert plus 5 für die Königin aus Sabau, wie heißt das? Saba? Was auch immer. Ich weiß nicht mal, wo das liegt. Saba. Königin aus Saba, von Saba. Was auch immer. Oh, Achtung. Jetzt wieder die Schenke zur Waldwiese. Den Weg kenne ich mittlerweile. Hallo. Ja. So, jetzt kommt die erste Kreuzung. Die noch nicht nehmen. Halt. Oder bin ich jetzt schon zu weit? Ne, ne, passt. Neuhof, genau. Jetzt kommt gleich die erste. Die nicht, aber die hier. Da noch nicht runter, sondern jetzt erst die nächste gleich. Jo. Hätte auch vorher schon so ein bisschen immer wieder abbiegen können, was ich auch schon ein paar Mal geritten bin, aber da machst du dann am Ende trotzdem wieder einen Schlenker rüber nach Neuhof, so ein bisschen. Von daher nimmt sich's nicht so viel, glaube ich. Hier, den Weg kenne ich jetzt nun einmal. Ja, wird natürlich auch dann eine ganze Weile dauern, bis ich im zweiten Teil dann die Wege drauf habe. Gerade wenn die Karte, auf der man sich dann bewegen darf, wieder größer ist. Was auch mega cool wäre, wenn man in Skyrim gab es das ja. Oder gibt es das? Dass man halt sich mit Kutschen irgendwo hinbringen kann und auch die ganze Zeit dann die Kutschfahrt verfolgen kann. Ja! Das wäre auch cool. Das fände ich auch top. Das würde ich auch dann einfach mal in Anspruch nehmen. Aber so halt so die Schnellreise, wo er sich dann automatisch fortbewegt. Ja. Ich nutze in anderen Spielen auch gerne mal Schnellreise, zum Beispiel Elden Ring oder irgendwas. Da ist mir das eigentlich ziemlich egal dann irgendwann. Obwohl da auch wahnsinnig viel zu erkunden gibt, aber. Auch in Skyrim habe ich das nie wirklich gern gemacht, die Schnellreise benutzen. Aber das wäre das Gute, das kann ja jeder machen, wie er das möchte.
Wir reiten jetzt runter zu Peschek und Theresa. Oh, Theresa haben wir auch lange nicht gesehen. Naja, es hat sich ja hoffentlich von Thalberg bis hier nicht rumgesprochen, dass wir gegen unseren Willen in ein Badehaus gezerrt wurden und da unten... Oh! Lern gefälligst, wie man reitet, du Töppel! What? Ach komm schon, ich dachte, ich habe genug Zeit. Och nö. Jetzt ist diese Hans-Carpon-Quest vorbei, oder was? Halt! Wie, woher weiß der Waffenknecht denn? Okay. Das will ich jetzt wissen. Herr Carpon wollte nicht länger auf dich warten, Herr. Ja. Also ist er zur Jagd geritten. Er sagte, er erwarte dich im Lager an der Straße bei Neuhof. Danke, danke. Okay, also nicht so weit weg. Ja. Ich dachte halt, wir haben jetzt einfach noch Zeit und können tun lassen, was wir wollen. Stand ja nämlich auch so in dem Text da. Deswegen war ich jetzt kurz überrascht, dass wir doch da irgendwie ein Zeitlimit für hatten. Aber gut, der ist zumindest jetzt einfach schon mal vorgeritten und jagt irgendwie und... Naja, wir können uns dem dann ja einfach anschließen. Wenn der Heinrich soweit ist. Handbremse. Mal gucken, ob sich Theresa noch an uns erinnert. Hey, na? Seh an, Heinrich. Wo warst du? Ach, antworte nicht. Mein Onkel hat den gleichen Gesichtsausdruck, wenn er in diesen Bädern war. Du warst dort, habe ich recht? Nein! Ja. Okay. Ich war bei einer Dirne. Es tut mir leid. Wow. Also wirklich? Das hätte ich nicht von dir erwartet. Mensch, das war doch... Hältst du mich etwa für ein einfältiges Dorfmädchen, dass das Bett für dich wärmt, während du herumhurst? Nein. Du dich gewaltig. Verschwinde und komm nie wieder. Ich wollte doch... zwischen uns. Das war doch jetzt aber nur aus... Also die muss ja nicht mal aufstehen und die Augen aufmachen, damit sie mitkriegt, was der Heinrich mittlerweile schon wieder angestellt hat. Das ist eine Gabe, Theresa. Nein, lass mich schlafen. Oi, 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 da ist aber jemand sauer heute. Ja. Okay, aber wieso spricht sich das denn von Thalberg? Na gut, es spricht sich nicht rum, aber ey, Peschek, sag mal, warst du auch schon mal im Thalberger Badehaus? Die machen anscheinend nicht nur Rasur, Haarschnitt, Körperpflege und andere befriedigende Sachen, sondern auch den gleichen Gesichtsausdruck, wie ich jetzt festgestellt habe. Ja, toll. Ach, Theresa. Naja, die kriegt sich wieder ein, alles gut. Ich mach so, aber plus bis 7. Meine Güte. Sie will aber auch nie mitkommen. Wie oft habe ich ihr schon 2 Wochen Urlaub Badehaus versprochen? Immer hieß es, nein, das wäre nichts für mich und so. Und gut. So, jetzt wird wieder gepiekst. Hat Heinrich Hunger? Nö, hat er nicht. Ha, gewinn das Turnier, wenn du kannst. Ey, Peschek, pass auf. Falls Theresa was sagt, das stimmt nicht. Ne? Also, das mache ich nicht. Ich, Heinrich von... Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Genau der, bin frei von jeglicher Sünde. Also lass dir nichts erzählen. Wenn die irgendwie komisch drauf ist heute oder so, dann gib mir einfach die paar Minütchen, ja? Ich muss mal los, schnell das Turnier gewinnen. Du weißt ja, wie es ist. Leider hat er keinen Bock mehr, mit uns zu wetten. So. Ja. Die Theresa selbst im Schlafen. Na gut, wir könnten sie vielleicht überzeugen, dass es ein Albtraum war. Aber es ist lustig, dass sie da...
wenn das getriggert ist, dass der Heinrich da im Badehaus war und sie schläft, das trotzdem beantwortet. Aus dem Weg, Pöbel, pack. Heinrich, der Ritter, der Piekser, der ist auf einer Mission. Da darf hier jetzt mal echt keiner im Weg stehen. So, Pebbles, darfst heute mal hier drüben zugucken. Mahlzeit. Und zwar, ach so, ja, müssen wir mal gucken. Aqua Vitalis, Bockbluttrank auf jeden Fall, Hahnschreitrank. Passt. Tag, Herold, ich würde gern mitmachen. Ich möchte am... Gerne. Sicher? Das... Und ich muss... Kurz schwer... Gut, bis später. So. Alles wie immer. Und dann? Pebbles. Den hiesigen Kampfplatz betritt nun. Ja, Freunde und Familie, die kriegen natürlich eine VIP-Eintrittskarte. Die dürfen immer in der ersten Reihe stehen bei Heinrich im Turnier. Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Wünschen wir den Wettstreitern Glück. Ja. Können wir, oder ist... Dieser erste Kampf wird uns ein Höchstmaß an Unterhaltung bieten. Die Kämpfer werden ihr Können mit Kurzschwert und Schild zur Schau stellen. Heinrich, der Bezwinger von Thalenberg. Der Thalenburg-Befreier. Herrin Stephanie. Und Glücker. Papa Ratzigs Sohn. Ja. Heinrich hat das Pieksen nicht nur erfunden, er hat es auch gemeistert mittlerweile. Komm schon, Heinrich, lass mich nicht hängen. Deswegen waren wir doch extra im Badehaus gestern. Statt er alleine ins Bett ist, damit er nicht so ein verkrampftes Handgelenk heute hat. War doch gut. Er hat sich ein bisschen geziert hier bei seiner ersten Niederlage, der Oldig Freier. Freier. Oh, der zweite Axt. Kampf wird gewiss nicht weniger spannend. Er könnte schon den Sieg bedeuten. Oh. Uns erwartet ein harter Kampf mit Axt und Schild. So, jetzt kommt die Überraschung. Heinrich schlägt nämlich auch manchmal zu. Verdammt! Ja, ich würde im zweiten Teil auch versuchen, dann, wenn wir auch gegen andere Gegner dann immer mal kämpfen, auch einfach mal mehr verschiedene Waffen zu benutzen. Wir hatten jetzt echt Glück, dass wir das eine Schwert, was wir die ganze Zeit, gefühlt die letzten 100 Folgen benutzt haben, einfach schon zeitig gefunden haben oder bekommen haben. Das ist echt top. Also nach wie vor. In dieser Na? Runde beweist seinen Mut Pow! Kolder vom Turme, Büttel des Rataja Vogts. Und ihm steht gegenüber Heinrich aus Galitz. Macht gerade nur die Schulter warm. Ratzig Kobilla. Heißt die Kämpfer willkommen. Pebbles. Alles ist bereit für den ersten Kampf. Die Kämpfer werden ihr Können mit Kurzschwert und Schild zur Schau stellen. Ja. Oh. Oh, schon in Runde 2 kommen die Pirouetten dran. Das hast du dir gedacht, ja? Der erste Sieger des Turniers lautet Heinrich aus Galitz. Alles cool, Pebbles? Ist dir doch nicht langweilig, oder? Der zweite Kampf wird gewiss nicht weniger spannend. Er könnte schon den Sieg bedeuten. Oh, Langschwert. Wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern.
Ich versuche mal den Gegner, wenn ich am Anfang auf die zu renne, wir haben diesen einen Perk, dass wir den Gegner irgendwie umstoßen können. Weiß aber nicht, ob das beim Turnier geht. Kloppen, Heinrich, kloppen. Ja. Au, 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 au. Auch nicht schlecht. Aua! Ey, das ist gar nicht so schlecht. Warte mal kurz, ich brauche mal Ausdauer. Sonst wäre es unfair, wenn du jetzt weiter zuschlägst, weißt du? Da müssen wir beide schon auf einem Nenner sein. Scheiße, aua. Mist, wollte ich ihn überlisten. Au! Also hören Sie mal. Das ist aber... So, jetzt wird hier wieder gepiekst. Ja, stark, Heinrich. Er hat es jetzt echt nicht anders gewollt. Ich hab mich aber echt langsam. Ausdauer, Heinrich. Ausdauer, Heinrich. Naja, Vorsicht, nicht zu übermütig. Aber den Gegner schön in der Ecke lassen. Ha! Oh, soll nicht in die Nieren, Alter. Weißt du, wie weh das tut? Aber langsam echt die Faxen dicke. So, dann nochmal mit einer anderen Taktik um die Ecke kommen. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen dumm, weil ich so gar keine Ausdauer mehr hatte. Yes. Ja, der kontert echt gut meistens hier. Das ist wirklich nicht schlecht. Wie heißt der? Wer ist das? Kolder vom Turme. Das ist auch nicht schlecht. Herr Kolder, gut gekämpft. Respekt. Hat aber leider nicht gereicht. Erreichte die nächste Runde. Ey, Pebbles, steck mal das Langschwert ein. Das verticken wir nachher. In dieser Runde beweist seinen Mut Heinrich aus Galitz aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Das ist mein Papa. Und auf ihn trifft Richard. Bogenschütze aus der Garnison von Herrn Dirisch von Talmberg. Bogenschütze. Wünschen wir den Wettstreitern Glück. Bogenschützen. Habt ihr mir jetzt echt einen Bogenschützen hingestellt? Da muss ich jetzt aber echt mal lachen. Haha. Die Streiter haben den Kampfplatz betreten und der erste Zweikampf möge beginnen. Die Kämpfer werden ihr können mit Kurzschwert und Schild zur Schau stellen. Der kennt das doch gar nicht. Der kennt doch nur Bögen. Woher soll er denn wissen, wie er damit umzugehen hat? Davon, wenn man im Vorfeld die große Klappe hat. Oh Mann. Scheiße, es könnte nach hinten losgehen. Pixar. Ich weiß nicht eine einzige Kombo mehr, die wir mal irgendwann erlernt haben. Heinrich, jetzt aber. Jetzt muss er doch langsam echt keine Ausdauer mehr haben, oder was? Scheiße. Nein, nicht die Pirouette. Die tut immer weh. Scheißkerl. Ja, sehr gut. Pow! Voll auf die Nuss. Der hält aber auch viel aus. Also hör mal. Hat er sich... Ey, Herr Herold, ich glaube, der hat sich gedopt mit Tränken. Das darf man nicht. Wieso ist der Heinrich eigentlich nicht besoffen? Wenn er nicht besoffen ist, dann kann ich auch nicht gewinnen. Na geil. Manchmal, da kommt das Blockzeichen leider nicht. Ne? Bei gewissen Kombis. Oder Kombos. Kombi. Au. Ja, pass auf jetzt hier. Na, da zum Beispiel. Jawohl.
Hätte ich gar nicht so richtig blocken können. Also schon, indem ich den Schild einfach nach vorne nehme. Aber nicht mit dieser Zeitlupe dann. Oh ja! Oh Heinrich! Oh stark! Oh yeah! Der Streiter, der in der ersten Runde den Sieg errungen hat, ist Heinrich aus Galitz. Sind das Brüder? Heinrich. So, einmal noch. Was haben wir? Ein Knüppel. Nun gilt es, die Waffen für den nächsten Kampf zu wählen. Die Teilnehmer werden sich mit Kriegshammer und Schild bekämpfen. Jeder steht in der Ecke mit einem Bogen. Ja, top. Okay, das läuft. Ah, shit. Ich wollte gerade sagen, das läuft gerade viel besser. Jetzt hat er aber schon die Pirouette gemacht. Ey, mir fällt gerade ein. Ey, mega cool. Da freue ich mich drauf. Ich habe noch Waffeln im Kühlschrank. Da gönne ich mir direkt mal hier nach eine. Nachdem ich das letzte Bruchstück so schnell gefunden habe. Oh, jetzt haben wir. Ja, gewonnen. Heinrich, Heinrich. Habe ich mir jetzt aber sowas von meiner Waffel verdient. Haha. Hochverehrte Edeleute und Bürger, dies war der letzte Kampf des heutigen Rataya-Turniers, für das wir alle Herrn Hanusch von Leiper unseren Dank schulden. Da oben ist er. Der Ruhm gebührt dem Sieger Heinrich aus Galitz, Waffenknecht im Gefolge von Herrn Ratzig Kobela. Unser Veteran. Hanusch wird ihm seinen Preis übergeben. Veteran, merkt ihr das mal bitte. Hanusch, ich komme nicht wieder wegrennen wie die letzten zweimal. Weg da. Hanusch. Hanusch, was gibt's denn heute? Ist immer so ein bisschen wie so ein Überraschungsei. Er sieht auch ein bisschen so aus. Hey Hanusch, war doch nur ein Scherz. Du hast es geschafft, Heinrich. Schwerer Kriegshammer. Ich bin sicher, du bist zufrieden. Mit deinem Sieg und deiner Belohnung. Natürlich bin ich das, mein Herr. Hab Dank. Alles Gute. Der schwere Kriegshammer, okay. Ja, haben wir alle sehr guten Wuchtschaden, aber das edle Schwert ist nach wie vor einfach top. Hat halt Wucht gar nichts. Ich habe das gerade schon gemerkt mit dem so, die Fackel nimmt er in die Hand, die zeigt er. Aber na gut, doch, die Schwerter, die hängen dann so dran. Okay, aber die nimmt er nicht in die Hand. Finde ich eigentlich ganz cool, wenn er es in die Hand nehmen würde. Na komm, ich steck mal den Kriegshammer ein. So, falls uns nochmal einer begegnet. Heinrich, was machst du mit der Waffe in deiner Hand? Das ist verboten. Steck sie weg. Ja, sagen die Badehaus auch immer. Okay. Ja, sehr schön. Jetzt ist auch wieder am Abend. Gott schütze dich, Heinrich. Ja, danke, danke, Hanusch. Hanusch ist top. Hanusch gefällt mir. Der hat manchmal ein bisschen zu loses Mundwerk und agiert manchmal so ein bisschen überhastet, habe ich so den Eindruck. Ja. Aber er weiß, was er will. So. Ja, ich hoffe, von dem sieht man dann auch mehr im zweiten Teil. Einfach von den Leuten, die man jetzt schon kennt. Ein Großteil davon. Wenn die dann immer mal wieder auftauchen oder mal auch mal mehr. Wäre schon ganz cool. So, Theresa, unserem Schätzchen. Unserem Ein und Alles vom Turniersieg erzählen. Da freut sie sich bestimmt. Ich glaube, das beruhigt sie dann auch wieder so ein bisschen, nachdem sie ja gestern so ungerechterweise einfach so ein bisschen aufgebracht war dem Heinrich gegenüber. Keiner weiß mal wieder warum und wieso überhaupt, aber das ist so ihre Masche. Ich glaube, sie will einfach so ein bisschen Aufmerksamkeit. Ich glaube, wenn sie in unserer heutigen Zeit leben würde, die würde den ganzen Tag YouTube-Kommentare schreiben. Verschwinde. Ja, sag ich doch. Verschwinde. Lass mich in Ruhe. Na gut, alles klärchen. Ja, dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Reiten nach Sasau, geben da die Bruchstücke ab beim Schwertschmied und da bin ich gespannt, was da für ein schönes Schwert bei rumkommt. Peschek? Wie viel Säcke der wohl schon weggeschleppt hat in den letzten 130, 132 Folgen. Eieiei. Na gut, vielen Dank fürs Zusehen, waren wir erfolgreich. Bruchstück haben wir, Turnier haben wir mal wieder relativ souverän gewonnen, ohne eine Niederlage. Einmal war es ein bisschen knapp, aber war noch okay. Ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein, schönen Tag noch und ciao.